So, herzlich willkommen zurück im Bryden Open Cup. In diesem eventuell letzten Spiel zwischen Basically Unknown und Goomba Gaming. Goomba Gaming ist bisher 3-1 und Basically Unknown ist bisher 4-0. Das heißt, wenn Goomba jetzt gewinnt, sind sie beide 4-1 und es gibt einen Tiebreaker, der direkt nach diesem Spiel gespielt wird. Gruppenphase 2 sind wir hier. Letztes Game. Goomba müssen hier zwei Spiele hintereinander gewinnen. Unknown kommen mit einem hin. Basically Unknown sind nicht so ganz Unknown. Viele Leute dabei, die früher bei Sigma International sind. Sind hier Bucking Mad, Paris, Sokshka. Ne, Sokshka ist gar nicht dabei, okay. Aber Sexy Mabo. Ja, bekannte Gesichter auf der Seite von Unknown. Bei Goomba, wie letztes Game, außer dass hier diesmal wieder Ede dabei ist. Dafür ist Chris raus. Okay, aber halt Exist und Alex zusammen. Gut, sehr schnelle Picks und Buns. Am frühen Liken und Phoenix hat sich auch raus, aber auch Jugger raus. Der muss. Basically Unknown gehen mit eher bekannteren Strats. Brewmaster Wisp. Sehr interessant. Also der Wisp. Brewmaster meistens gebannt. Jetzt noch mal endlich draußen gelassen. Nee, Basically Unknown direkt picken. First Pick war das hier. Und aber mit dem Wisp sehr schön zu sehen. Und wir werden einige schöne Dinge sehen. Mal gucken, ob sie mit Tiny gehen. Mal gucken, ob Goomba Tiny pick, band oder auch nicht. Scarif Mage Centaur ist die Combo der Wahl von Goomba. Die mit einem Stomp und Mystic Flare versuchen da die Kills zu holen. Also auch gegen Brewmaster sehr schön ist, dass das Stampede da ist. So kann man eventuell halt Clap und das Ulti plus Stun, der eigentlich folgt, kann man halt relativ schnell mit einer Stampede dodgen. Sobald der Clap kommt, Stampede an und man ist weg, bevor der Split fertig ist und der Stun rauskommt. Zumindest in der Theorie. Müssen wir schauen, wie weit Goomba das executed bekommen. Und wie weit da Whisper Relocates reinkommen. Slark ist jetzt nicht der Bann, von daher Goomba sagt, uns ist Tiny egal. Tiny Wisp, go for it. Von daher sehen wir eventuell von Unknown hier einen sehr, sehr 6.82 oder 6.81 lastigen Draft mit Tiny Wisp Brewmaster. Mal gespannt, kann durchaus passieren. Goomba müssen wir jetzt gusken. Haben wieder so ein relativ ganklastiges Ding mit Center Warner und Scarith Mage. Müssen halt jetzt was picken, was dazu passt. Ein Carry, der fighten kann. Aber ja, haben sie bisher auch schon gefunden. Mal schauen, letztes Game Exist auf dem Bloodseeker. Ich glaube nicht, dass wir sie dieses Mal bekommen. Könnte funktionieren, aber sie gehen mit dem Void. Okay, Tiny Wisp ist es für Unknown. Hier nichts Besonderes. Auch Chronoman für Tiny Wisp ist eine bessere Helden. Kann man direkt Chronon. Aber halt auch die Kombo halt Chronosphere into Mystic Flare ist vorhanden. Und haut wahrscheinlich auch ein. Für Goomba hier. Die Frage ist halt nur, wenn die Cooldowns wieder down sind, ob sie dann von Unknown geklappt werden. Also vom Brewmaster hier. Aber Brewmaster ist halt auch relativ hohen Cooldown mit 130, glaube ich, jetzt wieder. 140, 120, 100. Und ähnlich halt wie die Chronosphäre, die auch bei 100 ist. Von daher fighten beide Teams jetzt hier um Cooldowns herum. Von daher könnten wir besonders im Late Game halt sehr viel Fight, Clash, Disengage und Try again nach 100 Sekunden sehen. Ja, Goomba müssen wir jetzt überlegen. Gehen sie mit dem Witch Doctor für den Faceless Void zusammen? Gehen sie halt wirklich alles auf die Chrono? Oder wollen sie vielleicht noch was anderes machen? Den Void als Backup Solution auf der Offlane oder sowas. Offlane sollte von Center Warner belegt sein, von daher wird das ein Carry Void. Aber muss halt auch nicht unbedingt voll auf die Chrono gehen. Wenn, dann kann er das mit einem Arganim machen, eventuell sogar Refresher, was aber sehr stark genervt würde. Da muss er noch Mana-Items verkaufen. Aber es kann halt auch sein, dass er dann einfach ein Fighting-Build geht, Chrono nimmt, wenn er so kommt. Ansonsten halt Fight, Fight, Fight. Und halt hauptsächlich zum Tiny-Kalten, das ist schon sehr gut. Aber trotzdem, Goomba brauchen hier Dinge, die Damage machen und ranged sind. Und gegen Brewmaster klarkommen, von daher würde ich jetzt mehr auf eine Viper tippen. In der Mitte. Aber ja, hat irgendwas, was Ranged macht und halt auch den Support. Ich würde jetzt mal auf Witch Doctor denken, aber glaube ich nicht, dass er kommt, weil sonst wäre er schon
Die Witch Doctor plus Chronos 4 Combo ist relativ offensichtlich. Von daher wäre sie schon gepickt worden, wenn sie die picken wollten. Ich bin mal gespannt, ob sie die Mitte picken, wenn sie so lange sich über Gedanken machen. Oder ob sie dann trotzdem den Support noch lassen. Auf Gefahr hin, dass er halt gebannt wird. Weil Witch Doctor ist hier ein relativ offensichtlicher Bann im Endeffekt noch. Oder sie random? Nein, Enigma tatsächlich wird es sein. Okay. Das versuchen Nip gerade. Und scheitern da gerade so ein bisschen an einem Axe. Aber ein Axe passt. Ja, technically. Im Jungle könnte er noch reinpassen. Aber ich glaube nicht, dass es hier für Unknown ein Axe wird. Enigma, aber wir sehen noch eine Broodmother auf der Offlane. Die wird auf jeden Fall immer konstant da sein. Den Void ärgern. Und anderes. Ich bin gespannt, eine Broodmother hier zu sehen. Schöner Rubik-Bann auch. Chronos 4, Black Hole, Center Runner, Astral. Das wäre richtig geile Sachen drin. Sonst, weil sie den Prinz bei den Rubik hätte auch nicht aufhalten können. Wenn halt Hole kommt, dann wird der Rubik dich stehlen. Nachher schöner Bann hier. Aber auch schade, sehen wir keinen Rubik. Legion als letzter Bann. Die Goomba brauchen hier noch eine Mitte. Mal schauen, ob es der Pack wird. Der eventuell gut wäre gegen Tiny Wisp, weil er nicht gecatcht wird. Oder wir eben, ja, sowas wie den Viper sehen. Um eher zu Deathballen. Dann haben sie kein Split-Pushing. Das Problem ist, dass Broodmother wird Split-Pushen. Und wenn sie Broodmother gehen, dann wird Tiny Wisp reinrecaten. Und das ist eine Quap tatsächlich. Eine Quap. SD, okay. Shadow Demon für Unknown, die Combo. Gibt's da eine Combo? Ja, wahrscheinlich auf einer Trailline zusammen mit Tiny. Wobei. Mal schauen, eigentlich. Tiny Wisp in der Mitte, aber Brewmaster ist jetzt noch hier. Mal schauen, ob Brewmaster safe geht, zusammen mit Shadow Demon. Oder ob sie tatsächlich Tiny Wisp in dem Off, also in die Safe Lane stellen. Das wird man sehen müssen. Mal gespannt, wie das läuft. Auch gespannt auf die Broodmother, auch gespannt auf eine Korb. Ist natürlich gegen Broodmother relativ cool. Besonders mit dem Aghanims. Frühen Aghanims, man kann die Spinne einfach bursten. Man weiß, wo sie sind. Oder einfach mal blind, weil 20 Sekunden gut an. Oder 40. Das ist dann so. Aha. Beide Teams haben auf jeden Fall Potenzial. Und sehr viel Burst-Potenzial. Ja. Na dann, schauen wir da mal rein. Bin ich gespannt. Sehr viele Arme auf der Seite von Unknown. Und sowohl der Tarantel-Bild von der Broodmother als auch den Alien-Bild von Shadow Demon. Irgendwie sehr viele Arme. So, Unknown sind wieder AFK, gut. Und na, ich glaube, hier gibt es die wenigsten Lane-Probleme. Wir haben halt auf der Seite von Goomba haben wir Alex im Jungle, auf der Enigma Ede als Solo-Supporting Scareth Mage, Gasha Offlane diesmal, Center Warner, hat man im letzten Spiel auf dem Support Sand King gesehen, der MVP war. Exist in der Mitte auf Queen of Pain und Chill nimmt den Faces Void. Daher könnten wir eventuell, also so wie die Player das gepickt haben, könnte es auch ein Chill Offlane sein und Gasha auf der Safe Lane. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Nur weil Chill meistens die Offlane tut. Aber ne, Quatsch, im letzten Game hatte Chill auch den Carry gehabt. Von daher wird das wohl ein Void auf der Safe Lane sein. Ist auch sinnvoller wahrscheinlich. Tja, und Unknown. Fehlen immer noch ein paar Leute. Matt sagt go, also geht's los. Wir haben eine Agro, okay. Wir haben auf jeden Fall erstmal Sexy Bumbo, der mit der Broodmother auf die Safe Lane geht. Mind Control, Mitte auf dem Brewmaster. Und dann haben wir Paris auf dem Carry Tiny, mit einem ziemlich coolen Set. Und Support von Magoma auf dem Wisp und zu guter Letzt Bucking Mad auf dem Shadow Demon. Oh, Dual Lanes? Nee. Oder ist ein Solo Offlane Gasha auf dem Center Warner? Und sie gehen quasi aggressive als Dual Lane.
Das kann auch sein. Aber zuerst mal schauen wir uns mal hier. Unknown hat die Trap. Mal schauen, ob sie die bekommen. Ob da irgendjemand von Goomba reinläuft oder ob sie das. Ob sie diesem Schicksal entgehen können. Mal schauen, ob Ede pieken will oder nicht. Hat den Ward gestellt. Der wurde, glaube ich, nicht gesehen, dass er gestellt wurde. Ja, der hat da zu wenig Vision. Ah, vielleicht hat er ihn gesehen. Aber Alex geht hin. Oh oh. Alex, Alex, Alex. Alex ist tot. Oh, schöner Silence, aber es reicht nicht. Clap. Und Paris holt sich den First Blood. Auf Alexis Enigma. Enigma nicht so das Problem. Muss sowieso noch zu den Creeps-Camps laufen, von daher. Das ist kein Ding. Aber erstmal ein bisschen Sentries verteilen. Nummer 1. Oh, Ede nochmal gefunden. Aber zu zweit können sie da nichts tun. Auf jeden Fall erstmal hier das Camp blocken. Schön sneaky hier auf dem High Ground das tun. Sieht so danach aus. Ja, sehr sneaky gemacht. Auch so von Hand geblockt. Also da haben wir die Lanes. Paris gegen Gusher auf der Top-Lane, der erstmal auch alleine klarkommt. Beim Boogie gegen Chill. Auch mit der Broodmother relativ even wahrscheinlich. Aber sehr viele One-on-One-Lane und Rotating, Wisp, Shadow Demon. Alle Dinge geblockt, wobei das hier der Ward sollte nicht blocken, sondern nur schöne Vision geben. Besonders hier dahinter, wer halt so noch da steht. Aber das wären schwierige Lanes hier für Goomba. Alex ist jetzt in den Enemy Jungle abgewandert und wurde tatsächlich nicht gesehen. Das ist sehr gut für Goomba. Es ist sehr greedy, aber es scheint erstmal zu funktionieren. Zumindest wenn Shadow Demon sieht, okay, irgendwie farmt der die Camps nicht. Und die Wards stehen noch, so irgendwas muss da sein. Der erste Ping kommt schon raus. Vielleicht denkt er, dass es nicht blockt, aber es tut es. Die wundern sich wahrscheinlich auf jeden Fall, hey, warum sind die noch nicht dewarded? Oder rechnen damit, dass er im Jungle ist, aber dann wäre die. Ja. Wir haben halt auch niemanden, der im Jungle rotieren könnte. Von daher ist es schon eine ziemlich coole Sache von Alex, dass er hier im Radiant Jungle unterwegs ist. Ja. Mind Control. Die Lanes. Sehen, eventuell Mind Control Exist geht hier für den Kill. Na, nicht ganz. Oh, Enigma von hinten. Schön. Alex will unbedingt den Kill holen. Ah, und hat hier fast quasi einen Return-Kill geholt. Kriegt die Tower Aggro nicht ganz weg. Aber, oh, kriegt die Tower Aggro nicht ganz weg und stirbt deshalb für seine Insolenz. Haste of Bucking Mad. Ah. Glücksbolzen. Glücksbolzen. In der Mitte ist es jetzt auch. Exist mal wieder, der von Bambo da sehr, sehr stark geharrassed wird. Shadow Demon macht halt am Anfang auch doch sehr viel Damage. Auch bisher das auf Level 2, aber Soulcatcher und Disruption, die Illus, besonders in so einer Quop, die doch einen ganz guten Base-Damage hat, kann auch schon ganz gut harrassen. Aber naja, 2-1 auf dem Board, immer den Midlaner mal gekillt. Alex hat jetzt halt das Problem, dass er auf die Lane gehen muss, aber immerhin laufen die Sentry Wars in einer Minute aus. Und dann können wir hier nochmal stacken oder das eine Camp holen. Oder halt einfach das Camp holen. Es ist jetzt schon gepullt und gestackt, aber es ist halt auch sehr, sehr stark contested von der ganzen Lane hier oben. Was ganz gut immerhin funktioniert, ist, dass Mind Control die Lane gegen Exist bisher, so scheint es, verliert. 7-1 gegen 16-6 Quop und halt auch einmal gestorben. Und daher ist es nur Paris, der hier ganz gut farmt. Pull nicht geschafft. Versuchen hier eventuell. Nein. Es wird auch nicht ganz klappen, von daher pusht die Lane doch sehr stark rein, was ihnen eigentlich gar nicht ganz praktisch ist. Aber sie können halt dadurch nicht wirklich rotieren. Holen halt sich die Lane und müssen sehr defensiv spielen, was ja halt auf der Trailline vielleicht nicht so das Optimalste ist. Man braucht auch sehr defensiv und jetzt muss er hier rausholen. Die Spinnen kommen, Spinnchen kommen. Aber Tangos? Na, das sollte nicht reichen. Ganz knapp kommt hier Chill weg. Nicht Chill.
Doch, chill. So, Ede kriegt jetzt ein bisschen Damage. Oh, die ganzen Balls da rein. Level 2 Balls. Wird Ede auch low, hat aber noch die Tangos und sollte erstmal wieder okay damit sein. Brewmaster mit den Boots. Und ja, 21 zu 7 gegen 15 zu 2. Brewmaster hat wieder aufgeholt. Besonders damit, das ist natürlich ein bisschen das Problem. Wenn man betrunken ist, kann man nicht so gut lasten. Und eine Spinne kommt hier vorbei, um Alex zu scouten. Und er sagt sich, danke, ich nehm das mal. Bin mal gespannt, wann Unknown hier oben divet. Sieht nämlich, ja, hier jetzt danach aus. Die Balls scouten ein bisschen, aber bisher noch nichts gesehen. Immer noch nichts gesehen. Jetzt wird Gasha gesehen. Aber Paris ist da sehr weit hinten drin, kriegt den einen Kill wahrscheinlich direkt auf Ede. Nein, nicht ganz. Und oh, da kommt die Quap Exist mit dem Ulti. Instant den Wisp tot und kriegt auch noch... Nein, Tiny was killed. Split. Immerhin. Ja gut, zwischen drei Leuten ist nicht so gut. Aber schöne Kills hier rausgeholt. 600 Gold. Für Goomba. Hier eine schöne Rotation machen und 3 zu 3 das Ding wieder even ziehen. Trotzdem Paris 33 zu 11 immer noch sehr weit vorne im Farm. Kann ich die Brutmappe, die jetzt quasi eine gleiche Lane hat, auch diese Spinnen. Oh Gott, das sind Spinnen. Und zwar viele davon. Ja, mit dem Soul Ring kann man das auch ganz gut forcen. Aber jetzt Top Lane. Paris findet hier Gasha. Wolfstorm kann ihn nur so lange safen, aber Bottle ist zwar noch voll trotzdem. Jetzt nicht so ganz hinterher. Hätte eventuell noch den Wisp hinterher werfen können, aber muss man mal gucken. Der Tower Shot hätte eventuell... Der Tower hatte noch was zu sagen, besonders wenn es um Wisps geht, die null Armor haben. So, Rotation von Goomba. Ede versucht vielleicht was auf der Bottomlane zu tun. Hat auch Sentries dabei. Aber generell hat Chill auf der Bottomlane nicht so viel zu sagen. 15 zu 4 gegen 29 zu 13. Sexy Bamboo hat hier die Lane stark unter Kontrolle. Und Alex was gefunden, aber Bucky Matt ist derjenige, der jetzt vielleicht ein Problem hat. Die Frage ist, ob sie da rankommen. Ah, einfache Rotation, aber das Stun ist nicht rechtzeitig. Ah, das ist bitter. Jetzt sind die Spinnen da. Und Alex hat tot. Alex hat tot, sehr gut. Die Spinnen sind genug, um Alexes Lebensenergie unter die 0% 0. Whatever. Tja, Unknown farmt generell besser. Wir haben die Grafen, die jetzt net worth bei 2k vorne sind, obwohl sie im Teams recht even sind. Und Ede wartet immer noch dort auf seinen Einsatz. Sieht aber nicht so aus, als ob der noch kommen würde. Gasha snackt sich hier ein bisschen von der XP ab. Versucht aber außerhalb von Vision zu bleiben. Ansonsten ist es natürlich böse, denn Paris kommt sehr schnell an ihn ran. Ja, 4 zu 3, Last Hits, die Nice, schon sehr weit vorne. Net Worth sieht genauso aus. Chill kann hier nicht so viel machen. Und diese Spinnen werden ihn wahrscheinlich bis zum Lebensende verfolgen. Oh Mann. Das ist brutal. Muss hier wieder wegleapen. Und Bamboo ist in der ganzen Zeit, während er ihn divet, nicht im... Also, committed halt nicht. Geht halt hinter den Tower, aber who cares? Das ist die Power of the Brutmother mit den Spinnen halt da einfach... Er muss halt nicht committen. Kann halt einfach go machen. Und es sind einige Spinnen. Ja, viele. Keine Ahnung. So, Exist würde gerne die Rune an, hat auch nur eine Haste-Rune, von daher kommt er da wahrscheinlich weg. Gibt halt einiges an Damage. Aber mehr passiert nicht. Bamboo ist hier. Wollt ihr die Spinnen mit? Nein, es sind zu wenige, um den Ulti darauf zu klatschen. Würde das reichen? Pure Damage 290, Spinne 400 hoch. Nevermind. Aber CLO könnten sie ein Go machen. Hat noch sein Ulti, muss aber jetzt treffen. Und ja, trifft den Kill und holt sich 270 Gold und eine dominierende Broodmother auf der Lane, die vielleicht ein bisschen von dem Space verloren hat. War jetzt nicht so viel hier wert. 800 XP ist schön und 600 Gold auch noch schön. Aber viel wichtiger ist, dass das Chill ein bisschen Space bekommt. Ist jetzt auf die Toplane gegangen. Braucht halt einfach irgendwas. Und überlässt Gasha bzw. Ede gerade. Die Lane Bottom.
die jetzt auch ein bisschen freier geworden ist für eine kurze Zeit. Ich bin Timeouten wahrscheinlich irgendwann mal. Ja, das dauert noch, bis sie Timeouten. Aber ja, Eder hat halt auch dann nicht sonderlich viel da rein. Also hat nicht viel zu tun da. Gegen die Spinnen. Kann nicht viel tun, so. Ja, Bamboo geht auf Orchid. 9 Minuten Oblivion Stuff. Ist auf einem guten Weg dahin. Aber Paris 27 zu 14. Ei, ei, ei. Tjo, 10 Minuten. Time for some Graphs. 4000 in Net Worth vorne, aber Goomba immerhin in XP. Auch einiges an Swing mit dem Kill wahrscheinlich hier auf die Broodmother. Sind hier zumindest ein bisschen vorne in Sachen XP. Wahrscheinlich auch, weil der Wisp halt immer am Tiny bleiben muss. Und deshalb sie weniger XP bekommen. Außerdem natürlich Enigma im Dschungel. Enigma im Dschungel hat immer einiges an XP. Chill ist relativ low, aber können sie halt nichts tun. Kommen da nicht ganz dran. Wenn sie alle da wären, wäre das okay, aber so. So erstmal nichts. Jetzt war Wisp wieder dran, kann ihn halt auch jederzeit aus dem Hole und Chronosphere raus relocaten. Okay, übertreiben kann man es auch. Voll heilen und alles, was irgendwie Mana und Leben gibt, ablegen. Und sie alle Idol und so weiter. Aber schöne Chrono auf 2. Und jetzt kommt das Black Hole auch noch auf Paris. Die Frage ist, ob sie trotzdem den Damage dafür haben. Und es sieht nicht so danach aus, das ist bitter. Paris lebt noch komplett und jetzt geht's ab auf die Defensive. Bucking Mad ist da. Aber trotzdem kommen sie noch zurück. Trotzdem Black Hole für nichts. Waren so ein bisschen overzealous. Dachten, dass sie es hinbekommen, aber nicht möglich. Ein Hole, aber immerhin schöne Chrono auf beide, damit sie den Wisp down bekommen haben. Und dann Hit and Run. Ja, Xyz hat auch schon ein bisschen nachgelassen mit dem Farm, beziehungsweise es ist ähnlich mit Mind Control hier auf dem Brewmaster. Von daher nicht wirklich nachgelassen. Aber ja, trotzdem sind sie sehr weit hinten. Brewmaster mit 75 Last Hits. Und die ganzen Spinnen farmen jetzt halt auch einfach die Camps ab. Was, ja, natürlich wunderschön für die Creep-Stats, für die Brutmother, dass die bei 77 ist, aber trotzdem Tiny. Mit 88 Creeps. Und Stacks hier unten. Und zwar nicht wenigen. Holt sich jetzt sogar noch die Stacks. Bam. Und wird einiges an Infusion Gold bekommen, womit er wahrscheinlich sein Aghanims fertig haben wird. Oh, nicht ganz. 800 Gold. Mit dem Camp wahrscheinlich. Ja, mit dem Camp haben sie es bekommen. Aber Sexy Mambo ist hier im Trouble. Aber Stun Mist. Ah, das ist bitter. Hätten sie wahrscheinlich vielleicht einen Kill bekommen. Und Gasha muss sie auch direkt raus. Double Damage Brutmother. Und ja, relocate. Ede wird hier down gehen. Batz, ein letzter Hit von Tiny. Holt sich den. Und Argan ist fertig. Aber wunderschöne Keule. Und oh, das. Ah, er bottelt hoch. Bottelt er hoch. Er bottelt jetzt wieder hoch, die Hits kommen, Batz und beinahe ein Double Kill auf Long Range, 36 Leben noch. Sehr, sehr schade. Das wäre ein sehr, sehr schönes Dota WTF-Ding. Aber ganz knapp. Ganz knapper Damage, da hätte, weiß ich nicht, das hätte ganz gut gepasst mit Center of Warner, hätte noch ein bisschen gebraucht und mit seinem Return noch den Damage gemacht. Aber ja, hätte Fahrerkette und so. So, mal schauen, Alex muss jetzt hier aufpassen, denn Split ist vorhanden und so. Kann sehr schnell tödlich enden. Hm, kein Backtrack, kein Skill. So, Bucking Mad ist mal wieder unterwegs im Dschungel. Aggressive Ward gestellt und sieht hier jetzt mindestens Gasha auf dem Cent, aber sie sehen auch, dass hier nichts kommt, von daher holt Tiny den Tower. 2 zu 0 Tower für Unknown
Aber es steht auch erst 5 zu 5, so viel ist nicht passiert. Und bin mir eigentlich ganz sicher, ob es gut ist für wen. Silence ist da, schön für Brewmaster und oh, vor dem Split geburstet, sehr schön. Und jetzt kommt der nächste Kill rein. Bucking Mad soll sterben. Ja, schöne Defensive Disruption, mal schauen, ob sie da hinwollen. Nein, lassen ihn da leben. Denn Tiny Wisps sind da und oh, chill geht er down. Overextended mit der Chrono, aber Buyback von Mind Control für nur einen Void. Das ist doch schon... ist doch schon was wert. Aber Gasha muss jetzt hier aufpassen, ist er da nicht... ja, nevermind. Muss jetzt aufpassen, denn... so ein Tiny Wisp macht einiges in Damage mit dem Arganims und Toss. Tja, Tiny Wisp sind jetzt fett. Besonders mit dem Yasha, was gleich noch kommen wird. Und dann wird es schwierig, da irgendwas zu tun. Gumma können halt schön executed Goes machen. Aber... halt auch nicht so oft, wie sie es hätten müssen, denn eigentlich haben sie einen Brewmaster zum Shutdown, sie haben eine Brewmother zum Shutdown und sie haben einen Tiny, der halt vollkommen out of control kommt. 2600, das ist dann das Yasha gleich nach diesem Stack hier. Außerdem so viel zum Baum, der da übrig ist. Das Scarlet Oak, na gut, okay. Ist auch ein Baumstamm, aber ein ziemlich blutiger. Schwerthafter Stumpf. So, guck mal. Sind zu dritt in der Mitte. Hofften irgendwas zu finden. Ich glaube, Bucky Mad. Na. Haben sie nicht gesehen, wer da durchgegangen ist. Von daher kommt er hier nochmal weg. Haben hier aber Mind Control, der jetzt wieder gegolt wird. Aber schöne Defensive Disruption von Bucky Mad. Die ich schon kaum gesehen habe. Relativ offensichtlich. Und mal schauen, ob Mind Control jetzt splittet. Scheint nicht so. Aber trotzdem, Paris ist da und holt sich den Kill. Oh, schöner Backtrack. Schöner Backtrack. Aber den kann er nicht backtracken. Sehr schön gemacht, diesen 500 Toss Damage oder so gebacktrackt hat. Aber es hat nicht gereicht. Chill ist wieder on the sidelines. Und der letzte T1 Tower fällt für Goomba. Zusammen mit dem T2, der von Goomba sehr low gebracht wird. Bow hier sehr aggressiv. Nope, oder irgendwelche Bugs, weil Brutmother halt überall herbuggt. Ja, Goomba sind in der Defensive. Okay, es ist definitiv. Kurze Lags hier. Spielt eigentlich auf Europe West, aber hey. Ja, T2 ist nur noch der Bottom T2 am Stehen. Es sieht schwierig aus für Goomba. 10.000 Gold für Unknown weit vorne. Und auch XP ist jetzt wieder bei 5.000 vorne. Goomba brauchen die Chrono, brauchen einen Black Hole. Aber ich glaube nicht, dass Bamboo hier es ermöglicht, dass sie einfach so an Roshan reinkommen. Wird hier klären, dass sie da nicht hinkommen. Gesmoked sind sie. Aber Sexy Bamboo wird jeden Smoke brechen, den sie da irgendwie haben wollen. Lassen Roshan tatsächlich laufen. Aber ohne eine Sentry hier wird das erstmal nichts. Wird das erstmal nichts. Sie haben beide Dust. Aber mir ist nicht da. Oh. Gasha jumpt rein. Hoffte, dass jemand da ist. Und jetzt wird jemand da sein. Oh, schön evaded. Aber trotzdem, es ist eine Stampede für nichts. Mind Control wird hier relativ low. Oh, schöne Defensive Disruption mal wieder. Black Hole ist da. Trifft tatsächlich auch noch auf Paris. Und jetzt kommt die Chrono, die auch Paris daraus hält, aber Split ist draußen. Und die Chrono hat in dem Sinne leider nichts gebracht. Oh, was ein Toss von Tiny. Gasha fährt jetzt auch da und Chill kann versuchen zu backchecken, was geht, aber es hilft nichts. Brewmaster holt sich den Faces Void. 10 zu 7 nur. Und trotzdem sieht es schon so schlecht für Goomba aus. Alex hat hier ein klitzekleines Problem, wird getost. Bam! Und relocated. Na gut, es reicht nicht ganz. Aber ich glaube, Tiny wird ihn noch nie nicht in Ruhe lassen. Versuch was wert. Oh, es kommt tatsächlich weg. Oh, what a play. Stem Jukes. Schnelle Finger. Beziehungsweise langsamer Finger von Paris. Und Alex kommt hier mit gerade so weg. Trotzdem. Buyback von Brutmother. Okay. Haben sie wohl down bekommen. Aber 11 zu 7. Und es geht Highground nach 19 Minuten. Oder es geht Roshan und danach Highground nach 19 Minuten. Die Grafen, ja, zeigen, wie es in diesem Spiel läuft.
Ja, bin ich absolut nicht gut für Goomba. Tja, tja, tja. Und auch schöne Position hier von Magoma. Auf dem Highground mit dem Link. Aber ja, anderen zeigen hier, Tiny Wisp haben sie drauf. Und sind auf jeden Fall auf dem Weg, diese Gruppenphase zu gewinnen, in die Playoffs vom Bryden Open Cup zu kommen. Und vielleicht, nachdem Segment auseinandergefallen ist und nicht so den Erfolg hatte, wie sie gehofft hatten, vielleicht hier mit Basically Unknown ein bisschen in die T1-Gefilde zurückzukommen. Wer weiß, auf jeden Fall sehen sie hier stark aus. Obwohl Goomba das Nötigste tut, um hier zurückzukommen. Da hat Damage von Paris. Au, und reingejumpt. Alex kommt gerade so weg. Schönes Mac schon raus. Chrono ist leider noch... Ja, jetzt gerade. Schöne Chrono auf 2 immerhin. Tiny kriegen sie down. Paris. Oh, Paris wird alle kritten. Paris holt sich den Double Kill. Mega Kill Streak für ihn. Sexy Mabo holt noch den letzten Kill ab. Exist auf dem Rückzug. Rex in Jeopardy. Ja, kann auch Exist nichts machen. Die Broodmother ist einfach sehr, sehr fett. Und auch mit dem Orchid holen sie da einiges. Heal down, aber nicht die wichtigen, nämlich Tiny. Der klappt hier die Rex down. Und ja, Unknown wollen mehr wissen. Direkt auf den nächsten Tower. 10 Sekunden haben sie noch Zeit. Und das werden sie nutzen, um zumindest den Tower jetzt zu bekommen. Ja, Alex kann noch ein bisschen denyen. Bisschen delayen, meine ich. TVs kommen rein, wollen hier was wissen, aber ja, slow ist draußen. Die Frage ist, ob sie noch rankommen. Oder ob hier sie aushalten können. Aber Bucking Mad, it's a trap. Versucht hier es zu turnen. Gasha, ja. Chill versucht hier Bucking Mad allein zu holen, aber wird hier direkt gefokust von allen. Lassen ihren Shadow Demon nicht alleine rumliegen. Und jetzt, ja, Paris ist low, aber es hilft nichts. Oh, Black Hole auf 4, aber es, ja, es macht halt keinen Damage. Aber wunderschöner Hoofstop auf 4 dann noch, aber trotzdem, es hilft nichts. GG von Exist nach 21 Minuten Slaughterfest hier für Unknown, die in einer sehr, sehr starken Performance in ja, die zweite Gruppenphase gewinnen und somit in die Playoffs gehen des Bryden Open Cups. Im Bryden Open Cup haben wir zurzeit, nachdem Unknown weiterkommen, oder, und auch Goomba, ich weiß nicht, wie viele reingehen. Top Team from each groups, second group stage, okay. Das heißt, Unknown kommen weiter, in der ersten Gruppenphase kommen die Balkan Bears weiter und die dritte und vierte Gruppenphase müssen wir sehen. Gruppe 3 im Bryden Open Cup besteht aus MYM, 5 and 3, X-Game und Vega. Gruppe 4, London Conspiracy, Album Sheet, Little Busters Forever und Aspera. Da, ja, da müssen wir jetzt sehen, auf jeden Fall Gruppe 2 haben Basically Unknown gestompt mit einem 5:0 Performance hier und zeigen, dass sie nach Sigma End auf jeden Fall zurück in T1-Gefilde wollen. Das beendet den heutigen Tag des Castings des Bryden Open Cup. Ich hoffe, hat es euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder, denn morgen ist die Joint Dota League und morgen um 19:30 vor ASC vs. Unknown, von daher weitere Bucking Mad Performances und sein Team. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, ich bin Sisseson. Ihr könnt mir followen auf Twitter, @SisseSonDota. Auf YouTube gibt es die Recordings hier in HD, 1080p, High Recordings. Macht wahrscheinlich ein bisschen besser, ein bisschen mehr Bock zum Gucken. Ansonsten Hitbox, Twitch, wie auch immer. Viel Spaß, bis morgen, auf Wiedersehen.